Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Im Jahr 2016 hat es alleine in Nordrhein-Westfalen 372 Fälle von Mord und Totschlag gegeben. Der brutale Messerangriff eines Unbekannten führt das Einsatzteam Toni Gonzales und Katja Wolf nun zu einem Wohnhaus im Duisburger Stadtteil Lahr. Der Hilfe ist da. Es blutet ganz verrückt. Okay. Drücken Sie drauf, wir drücken so fest drauf. Du hast eine Schlittverletzung. Okay, die gut. Ich übernehme. Der Rettungswagen kommt gleich. Was ist mit Izzy? Was ist denn passiert? Ich weiß es leider nicht. Was ist denn mit Izzy? Izzy ist ihre Halbschwester. Die Hinweise verdichten sich, dass die Halbschwester mit der Tat in Zusammenhang steht. Das Chaos am Tatort deutet darauf hin, dass das Opfer angegriffen wurde, als es gerade das Haus verließ. Können Sie uns sagen, was Sie gesehen haben, was passiert ist? Eigentlich gar nicht. Ich wollte zu ihr nach Hause, sie wohnt hier. Und ich bin von dort vorne gekommen. Und da kam mir noch eine Person entgegengerannt, vermummt mit schwarzen Handschuhen, vermummt im Gesicht. Männlich, weiblich? Das weiß ich leider nicht. Wie lange ist das her? Keine 5 Minuten, 7 Minuten. Ja, gebe ich schon mal eine Fahndung raus. Wie groß ungefähr Statur? Können Sie irgendwas sagen? Ungefähr so 1,75 ungefähr, so groß wie ich. Die Täterbeschreibung war nicht besonders ausführlich, aber aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe, weil die ja zu Fuß weg waren, ist eine Fahndung sehr wichtig. Die Leitstelle koordiniert das, schickt Einsatzmittel hier in den Bereich. Wird eine Tatortbereichsfahndung gemacht und alle Personen, die auffällig sind, werden kontrolliert, in der Hoffnung, dass man vielleicht einen Treffer hat. Jetzt den Zusammenhang zwischen Ihnen und ihr habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Sind Sie zufällig hier vorbeigekommen? Nein, sie ist meine Freundin. Sie ist meine Freundin und Arbeitskollegin. Genau. Die Isi, von der sie spricht, ist die Halbschwester, mit der ist sie wohl verkracht. Die hat hier vorher gewohnt und jetzt wohnt sie hier. Okay. Kennen Sie diese Isi? Also vom Sehen? Nein, leider gar nicht. Eigentlich haben die auch gar nicht so viel Kontakt. Erst seit kurzem, seit sie das Haus von ihr übernommen hat. Dass die Verletzte mal Izzy gerufen hat, das war jetzt für uns auch schwer einzuordnen. Es ist ja offensichtlich die Halbschwester. Das könnte genauso gut ein Hilfeschrei sein, so Izzy, Izzy, hilf mir. Oder ein Hinweis darauf, dass Izzy was damit zu tun hat. Kann ich mir jetzt bei einer Halbschwester zwar schwer vorstellen, aber hat es ja alles schon gegeben. Aber Izzy ist ja nicht der richtige Name, oder? Es ist ein Spitzname, aber wofür der steht, weiß ich leider nicht. Also den kompletten Namen wissen Sie nicht. Können Sie denn sagen, wo die jetzt wohnt? Nee, auch nicht. Polizeikommissarin Katja Wolf und Polizeioberkommissar Toni Gonzales entdecken eine Überwachungskamera im Eingangsbereich des Hauses. Sie fordern die Aufnahmen bei der zuständigen Sicherheitsfirma an. Wir müssen jetzt noch ein bisschen hier Informationen über die Melderin einholen. Und dann werden wir jetzt die Kriminalpolizei auf jeden Fall dazu rufen, weil hier ist auf jeden Fall eine heftige Straftat passiert. Kathi, weiß man denn automatisch als Polizeibeamter, was man jetzt tun muss? Ich meine, bei Stichverletzungen, Schussverletzungen, es gibt ja einige Arten der Verletzungen. Was man dann machen muss? Also ich sag mal, was man jetzt hier direkt tun muss, ist natürlich auch immer so ein bisschen heikel. Wir wissen ja jetzt auch nicht, wir sind Polizisten und keine Ärzte oder Sanitäter. Wir können natürlich hier erste Hilfe leisten. Am schlimmsten ist es immer gar nichts zu tun. Wir werden natürlich auch regelmäßig geschult und qualifiziert dafür. Allerdings ist natürlich hier ganz wichtig, dass die Kollegen vom RTW schnellstmöglich eintreffen. Alles klar, danke. In 70-80% der Fälle stehen Täter und Opfer in einer Beziehung zueinander. Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg und Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert ermitteln zunächst in alle Richtungen und suchen nach einem Motiv für die Tat. Hat Ihre Freundin sich in letzter Zeit irgendwie geäußert darüber, dass sie Probleme mit jemandem hatte, dass sie vielleicht jemand sie bedroht, mobbt oder stalkt oder irgendwas in der Richtung? Nein, gar nicht. Das Einzige, was ich auf der Arbeit mitbekommen habe, dass sie mit ihrer Halbschwester öfters streitet. Sie hatten so eigentlich keinen Kontakt, aber sie hat das Haus von ihr jetzt übernommen. Mhm. Also die Halbschwester hat das Haus erst bewohnt und dann die ihre Freundin. Und das ist nicht lange her? Nee, ist noch nicht so lange her. Umzugskartons stehen noch rum. Also, Die Halbschwester ist weiterhin das einzige Indiz der Ermittler. Neue Erkenntnisse liefern die Aufnahmen der Außenkamera, die ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma zum Einsatzort gebracht hat. Es gibt nur die Aufnahme. Es gibt nur die Aufnahme. Eine Kamera. Mhm. Genau. Aus der Perspektive raus. Das ist die, die wir da gesehen haben. Ach, schau mal da. Rucksack. Was hat sie denn da an der Hand? Ja, sie auch cool. Ein Messer und der Arm. Oh mein Gott. Holla, die Waldfee. Aber ohne Ansage. Ja. Und? Läuft direkt weg. Norman. Das war eine Frau. Das war auf jeden Fall eine Frau.
Was mir halt dann aber auch besonders aufgefallen war, wenn man das Band zweimal gesehen hat, dass sie so eine, ich sag mal, Plastikverkleidung am Arm hatte. Das hatte sie am anderen Arm nicht. Man kann davon ausgehen, dass es entweder eine überdeckte Verletzung sein soll, die sich darunter verbirgt, oder, wie ich es persönlich auch immer aus meinem Umfeld her kenne, eine frische Tätowierung, die da überdeckt wird. Sie hatten vorhin was gesagt, dass da noch Kartons sind von der ehemaligen Bewohnerin? Ja, das weiß ich, weil meine Arbeitskollegin sich immer darüber aufgeregt hat, dass sie immer noch nicht abgeholt wurden. Die müssten im Keller stehen, sagt sie. Sie stehen im Keller. Okay, das schauen wir uns gleich mal an. Und zu der Halbschwester, wissen Sie, ob die irgendwas mit Tattoos zu tun hat? Können Sie dazu irgendwas sagen? Da fällt mir ein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der linke oder der rechte Arm war, aber im Vorbeilaufen konnte ich sehen, dass sie den Arm umwickelt hatte mit Frischhaltefolie. Also das haben wir auch gesehen. Das haben wir auch gesehen, aber Sie können jetzt nicht, oder irgendwie in Verbindung sie hat mit der Halbschwester, haben Sie da irgendwie eine Ahnung? Die Halbschwester selber hat im Tattoo-Laden gearbeitet oder arbeitet da immer noch. Das stimmt, jetzt muss ich es sagen. Das habe ich ganz vor lauter... Sehr interessant. Das ist hochinteressant, ja. Wissen Sie zufällig, wie das heißt? Nee, das weiß ich nicht. Aber es stimmt, sie arbeitet im Tätowierladen. Jetzt muss ich es sagen, fällt es mir ein. Nee, keine Ahnung. Das weiß ich leider wieder nicht. Hat Ihre Freundin auch Tattoos zufällig? Nein. Okay. Gut, dann schauen wir nochmal. Bleiben Sie mal. Gehen wir mal in den Keller. Mal gucken, ob wir da noch Kartons finden. Wir sind in den Keller gegangen, weil die Melderin gesagt habe, dass vorher schon eine Person dort gewohnt hat, die die Halbschwester wohl von unserem Opfer hier ist und das immer wieder zu Streitigkeiten schon gekommen ist. Und im Keller sollen noch Umzugsgut liegen, weil der Umzug, also der Wechsel der Besitzer des Hauses hier nicht vor allzu langer Zeit stattgefunden hat. Und da war für uns ja eine Möglichkeit, hier weitere Hinweise zu ergattern. Das sind doch Tattoo-Vorladen, ne? Da muss man die Stusi ran, aber ich finde jetzt hier sind jetzt nur diese Vorlagen, die können wir ja mal schon mal beiseite nehmen. Mhm. Ach, guck mal hier. Mehr. Ja, schau mal. Was ist das? Ja, das ist so ein Flyer. Tattoo Export Convention. Okay. Keine Adresse? Aber eine Internetadresse. Die Kriminalkommissare haben durch das Tattoo-Studio nun einen wichtigen Anhaltspunkt, mit dem sie die Suche nach der Halbschwester vorantreiben können. Über die Leitstelle erhalten sie zuvor jedoch beunruhigende Neuigkeiten. Was? Ja, das Krankenhaus verlassen hat. Ja, verstanden. Darf ich mal kurz? Ja, Telefon habt ihr nicht gehört, ne? Ja. Ja, Wahnsinn, ey. War die Frau war doch fast schon am Sterben, oder nicht? Ja, und die war auf jeden Fall ganz schön neben der Spur und war überhaupt nicht, also war total apathisch. Also von daher, guck mal. Jetzt echt krass. Ich hab was. Guck mal hier. Das ist doch das Gleiche. Das guckst du an, hier. Da auf dem Flyer leider der Name nicht mehr leserlich war, das war schon ein bisschen ausgefranst, haben wir jetzt im Internet weiter eruiert und haben dann herausgefunden, dass die Inhaberin von diesem Flyer-Tattoo-Studio eine Elisabeth Bechel ist. Und Elisabeth und Issy, das liegt nicht so weit auseinander. Aber das ist ja der gleiche, da schicken wir auf jeden Fall jemanden hin. Da schicken wir hin und zu der Wohnadresse fahren wir selber, wenn wir sie haben. Egon für 3216 kommen. Egon, ja? Bitte schon mal eine Streife entsenden nach Duisburg am Stadtgarten 23 in das Tattoo-Studio. Bitte schon mal dort Tattoo Expo. Schon mal sichern, bitte. Auf dem Weg zu der Meldeadresse der Halbschwester erreicht die Kripo-Beamten der nächste dramatische Notruf. Vor dem Haus soll das aus dem Krankenwagen geflohene Opfer des Messerangriffs liegen. Blut überströmt. Oh, weil, da liegt sie schon. Alles gut? Ist sie da drin? Ach, bleib mal ganz kurz. Wir rufen mal RTW. Egon für 3216 kommen. Wir brauchen dringend RTW hier zu der Heimadresse. Das ist die verletzte Person, die aus dem Krankenhaus weggelaufen ist, offensichtlich. Komm mal schnell. Kannst du dich ein bisschen um sie kümmern? Erstmal, wir müssen da mal eben schnell reingehen. Ist ein Messer noch im Spiel? Einfach mal den Kopf halten.
Okay, komm. Hallo? Polizei? Ich hab was gehört. Hallo, Polizei? Hallo? Ist da jemand? Wer? Da. Hallo? Hallo? Richtig stehen bleiben! Ich brauch Hilfe! Kommen Sie raus! Kommen Sie raus! Machen Sie Hände hoch! Finger! Ich brauch Hilfe! Was ist los? Mein Name ist Izzy. Meine Schwester liegt da vorne. Hände da hoch. Die liegt da vorne. Halt, das haben wir gesehen. Hier ist eine Gestörte im Raum. Die muss. Ihr müsst nicht mit. Wer sind Sie nochmal? Sagen Sie bitte Ihren richtigen Namen. Mein Name ist Elisabeth. Was heißt eine Gestörte im Raum? Mit Messer. Vermummt ist da hinten. Lassen Sie die Hände bitte. Wo da hinten? In dem in die Raum Richtung, da sind drei Räume. Irgendwo dahin ist sie gelaufen. Kennen Sie die? Nein, ja, es ist eine Kundin von mir aus dem Shop. Warum ist sie hier? Weil sie mir was antun wollte, aber sie hat meine Schwester erwischt. Moment mal. Die liegt draußen. Das Rettung war da. Ist schon da, ja. Okay, dann kümmere dich bitte um sie. Na, B, pass auf dich auf. Ja, klar. Die Tür war zu hier vorne. Ja, kannst du mal checken. Also hinten ist auch noch eine Tür. Da ist eine Tür. Hey! Lass das Messer fallen! Lass sie sofort das Messer fallen! Lass das Messer fallen! Hey! Lass das Messer fallen! Haben Sie keinen Schlüssel? Lass dieses Messer fallen! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Alles klar. Auf den Boden! Die erfahrenen Ermittler bringen die brenzlige Situation schnell unter Kontrolle. Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg und Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert decken nun die erschütternden Hintergründe dieser Gewalttat auf. Sie hat mein Leben versaut mit ihrem Tattoo. Wahrscheinlich abgelaufene Farbe oder sowas benutzt. Was heißt das konkret? Ja, die hat mich tätowiert vor ein paar Tagen und das hat sich sowas von entzündet. Das hat sie entzündet? An ihrem Arm, wo das Folie drauf ist? Ja. Okay. Und deswegen? Deswegen stechen Sie die Schwester ab oder was? Weil Sie denken, das ist die Falsche oder wie? Habe ich es richtig verstanden? Ja, ich habe die Falsche erwischt, weil ich gedacht habe, sie wäre die Richtige, aber... Und dann? Wie ging es dann weiter? Ja, sind Sie zum Tattoo-Studio gefahren? Ja, dann bin ich zum Tattoo-Studio gefahren, habe nach der richtigen Adresse von der blöden Kuh gefragt und... Ja, dann bin ich hier hingekommen und dann war sie aber schon längst da, ihre Schwester und... Ja... Und sie hat sich ja schnell versteckt gehabt. Was wir an Straftatbeständen haben, ich würde sagen, ein versuchter Totschlag, den wir heute Morgen da vorgefunden haben in der Situation am Haus. Und, abgesehen davon wäre es auch möglich, hier ein Mordmotiv auch noch mit in Betracht zu ziehen. Stimmt. Ne, wir haben hier das Heimtückische, ja. Niedere Beweggründe. Rache. Genau, Rache. Und den Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten. Sie kommen natürlich für uns als Zeugin in Betracht. Wir würden Sie bitten, dass Sie mit uns auf die Dienststelle kommen, damit wir Sie noch mal schriftlich dazu vernehmen können. Ja? Das ist natürlich sehr wichtig, Ihre Angaben, ne? Weil die Dame, jetzt, die wir festgenommen haben, die muss natürlich nichts sagen. Okay. Und ich denke mal, Ihre Halbschwester, ja, die geht jetzt ins Krankenhaus und wird erstmal auch nichts sagen können. Deswegen sind Sie jetzt für uns die wichtigste Person gerade. Natürlich, ich komme mit, gar keine Frage. Die Kriminalisten haben durch ihre erfolgreiche Ermittlung und ihr beherztes Eingreifen weiteres Blutvergießen verhindern können. So, Sie kommen mit uns auf die Dienststelle. Und dann werden wir erst noch mal ganz in Ruhe darüber sprechen, was da passiert ist. Ich sag kein Wort mehr dazu. Ja, wir haben schon genug Material, das wird Ihnen nichts nützen. Wir müssen jetzt noch mal eruieren, das haben wir bis jetzt nicht gemacht, inwieweit sie schon vorbestraft ist und vorbelastet. Das könnte durchaus sein, dass sie jetzt einem Haftrichter vorgeführt wird oder auch eventuell eine Psychiatrieunterbringung angesagt ist, weil das ist ja schon irgendwie ein bisschen durchgeknallt, das Ganze. Das wird natürlich die Staatsanwaltschaft entscheiden müssen, mit der werden wir uns dann erstmal in Verbindung setzen, wenn wir dann alle erstmal befragt haben. Vielleicht möchte ja die Festgenommene was sagen, ja. Das natürlich kann sich auch positiv auswirken. Aber aufgrund der Schwere der Tat ist davon auszugehen, dass die Dame erstmal in Haft geht. Kommen Sie mit? Die Täterin wird wegen versuchtem Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs verurteilt. Ihre Tattoo-Wunde hat sich aufgrund mangelnder Hygiene entzündet. Die verwendeten Farben wurden als unbedenklich eingestuft. Das Opfer der Messerattacke kann das Krankenhaus nach einer Woche ohne bleibende Schäden verlassen.